es vorbei? Nein, es ist noch nicht vorbei. Komm, stehen Sie auf. Stehen Sie auf. Kommen Sie. Gehen Sie runter bis ins Erdgeschoss. Und der, der extra Einladung braucht hat? Das apathische Häufchen Elend oben im Gang. Also, ich habe hier interne Fotos von allen Mitarbeitern vom Amt. Schauen wir mal. Ist er da dabei? Stopp. Das ist er. Konrad Markreiter. Ja, hat der irgendeinen Stress bei der Arbeit gehabt? Oder einen Zoff mit einem Kollegen? Oder sonst irgendwas, was ihn auszucken hat lassen? Na ja, privat könnte es was geben. Der geht ziemlich ab auf seinen Social-Media-Seiten. Ich tippe mal auf Beziehungsstress. Der beschimpft eine Frau ziemlich untergriffig. Jetzt glauben Sie, dass ich froh bin, dass die Dina tot ist? Naja, wäre nur konsequent, oder? Hatten Sie eine Affäre? Seit der Weihnachtsfeier. Wir haben sie ein paar Monate laufen lassen. Immer montags und donnerstags. Abends statt dem Tennis. Aber das war ein zu wenig. Na, das war mir zu viel. Zu anstrengend, zu viel Aufwand und Aufpassen und immer der Stress, dass trotzdem rauskommt. Ich brauche Ordnung. Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich die Scheidung will. Ich habe gedacht, die Dina freut sich. Stattdessen hat's Schluss gemacht. Es ging ihr zu schnell, zu fordernd, zu festgelegt. Aber als die ersten Schüsse gefallen sind, da war ich auf einem Platz am Telefon. Ich bin rausgerannt, bin zu Dina. Ich hab's da liegen gesehen. Und das Blut. Wieso haben Sie ihr nicht geholfen? Dann hat mich ein Kollege mitgerissen. Ich bin ein paar Schritte mitgerannt. Aber ja, dann konnte ich nicht mehr. Es war auf einmal alles überhaupt nicht mehr real. Hat sie mal irgendwas erzählt über jemanden, der ihr Schwierigkeiten gemacht hat? Also, die Dina und die Maria sind für die Berufsunfähigkeitsprüfung zuständig. Die letzte Instanz für strittige Fälle, da gibt's eine Menge enttäuschte Hoffnungen. Aber die Dina hat jeden Fall ganz gründlich geprüft. Ich meine, die hat Überstunden gemacht, weil es einfach total korrekt war. Wenn's wen abgelehnt hat, dann zu Recht.